Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier zu Yu-Gi-Oh! Nightmare Traveler. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge von diesem doch sehr, sehr geilen Game. Wir machen weiter hier und bevor wir jetzt richtig reingehen, habe ich ja gesagt in der letzten Folge und versprochen, wir schauen jetzt mal, wie es um Yu-Gi-Oh! Stand competitive, also E-Sport-mäßig oder Profi, die Profi-Ebene im Jahre 2000. Wir haben jetzt 2015, 2006, glaube ich, geguckt. Das war schon sehr interessant, aber 2000, Leute. 2000 war ja wirklich so der Beginn eigentlich von Yu-Gi-Oh! Es hat schon ein paar Jahre gegangen. Aber das war so der Beginn von Yu-Gi-Oh! Und auch da wurde natürlich schon competitive gespielt. Also auf Profi-Ebene. Wir schauen jetzt mal rein in Yu-Gi-Oh! 2000. Wir sehen auch hier sehr authentisch wieder. Der Beitrag wurde August gemacht, 2000, also wirklich in dem Jahr auch. Das heißt, ich finde es geil, habe ich auch schon tausendmal gesagt jetzt, aber dass sowas wirklich existiert, ist es wirklich eine Zeitreise. Eine Zeitreise. Wir schauen mal uns jetzt die Decks an, wie sie waren. Man sieht aber schon hier so ein bisschen, dass das alles so ein bisschen im Asienraum geblieben ist. Hatte Japan, Taiwan und sowas, Hongkong, also nicht Griechenland wie davor, Spanien, das war noch relativ nischig, glaube ich, Yu-Gi-Oh! In dem Jahr, logischerweise, bevor es dann richtig auch nach Europa und so weiter dann darüber kam. Also wir schauen mal rein, es ist schon geil hier, dieses Magazin, denke ich mal, schwarz-weiß, aber sehr cool gemacht, finde ich. Und das erste Duell, oder das erste Deck von Tam Luck aus Hongkong, sehen wir schon, ist wirklich heftig. Er spielt ein Cannon, ein Burn Deck, also Sangan, haben wir Lichtschwerter, Überläufer, Ragiki, ne, wie habe ich auch gesagt schon, ne, dass das wahrscheinlich auch dominiert hat. Dark Hole dabei, zum Beispiel Spiegelkraft haben wir auch hier dabei, die Karte haben wir hier dabei, sehr viele Karten zerstören. Weil man muss sagen, auch gerade hier war es halt sehr schwer, ein starkes Monster zu spielen, ne? Man auch keine, okay, er jetzt nicht, wir sehen später gleich mal, was dann passiert, aber man sieht hier jetzt natürlich keine Fusionskarten zum Beispiel. Aber guck mal, Gemini L, habe ich ja gesagt, ist krass, Summon School, hier auch natürlich High-Attack-Monsters, ne, die dann in dem Yu-Gi-Oh! Einfach dominiert haben, ne? Dominiert haben komplett diese Karten. Wenn du Summon School hattest, dann war das einfach krass, was das irgendwie heftig ist, weil der keinen Effekt hatte, der war aber stark. Deswegen waren solche Karten wie hier, sowas zum Beispiel, oder Überläufer halt einfach Goat hier, ne? Goat hier. So, das zweite Deck. Ach, wir sehen nur einen Deck. Hä? Okay, das ist komisch. Habe ich vorhin eine andere Seite gesehen? Warte mal, normalerweise sehen wir doch mehrere Decks hier. Da gib mir 2 Minuten, ich suche nochmal eine andere Seite raus. Vielleicht habe ich vorhin eine andere Seite gesehen. Weil da waren definitiv mehrere. Da waren definitiv mehrere. Decks, das will ich mir gerne mal anschauen. Leute, warte, gib mir 2 Minuten. Wir machen das schnell noch. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit dem Let's Play. Ich finde nur das erste Platz von diesen Tam Yi Luck. Nur von denen sieht man das hier leider. Okay. Ich glaube, wo habe ich das denn gesehen? War das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwo das auch nochmal woanders gesehen. Weil ich schon nochmal, warte, ich habe noch eine andere Idee, wie wir das machen können. Yu-Gi-Oh! Hier. Yeah. 2000 Metadecks. Können wir noch mal kurz so schauen, vielleicht finden wir da auf jeden Fall noch eine Sache, also ein Deck. Ich glaube, so richtig war es das auf jeden Fall. Oh, hier? Ja, das, okay, das könnte man noch mit reinnehmen. Das war auch im Jahr 2000, da sehen wir auch Summon School. Warte. Ich kann es euch zeigen jetzt. Er sieht es gar nicht, warte. Das glaube ich ein bisschen. Ja, ich muss anders machen, warte. Kann ich das? Ja. Warte mal. Ich muss, glaube ich, mal eben das ein bisschen für euch bearbeiten. Ah, hier, guck mal, da haben wir es doch. Dann war es mal so. Hier zum Beispiel, ne? Bei dem Deck haben wir Summon School einmal drin.
weiß gar nicht, ob er da limitiert war. Achte das nicht, dass hier verboten war. Dann darf sie, hier war da nicht verboten, denke ich. Ich denke mal, was haben die jetzt irgendwie mit einem Programm gemacht, wo die heute verboten sind oder verboten waren. Weil, ja, das ist da nicht irritierend. Auch hier sowas, ne? 500 ATK Boost auch nochmal. Den Summon Score. Summon Score wahrscheinlich sehr, sehr stark gewesen, auch weil ein Opfer nur. Also eine Tributbeschwörung. Weil man sieht ja auch kaum weiße Drachen. Zum dem Zeitpunkt, weil zwei Opfer war, heftig. Mit Lichtschwerte wahrscheinlich möglich und sowas. Aber man hat sich gedacht, komm, wir nehmen Summon School und buffen den hier zur Not mit Diebkarten. Oder ansonsten zerstören wir einfach alle Karten, die uns gefährlich wären, mit Zauberkarten. War so Neo zum Beispiel, kennt ihr Mini-Elf? Wahrscheinlich war Mini-Elf gesperrt. Will mich wundern, warum kennt ihr Mini-Elf dabei ist und Neo. Das würde jetzt keinen Sinn ergeben für mich. Aber so war es dann hier noch verletzlich. Also man sieht schon, Leute, es war relativ nostalgisch und es war heftig. Also, ich habe ja auch Yu-Gi-Oh! In der Zeit gespielt, ne? Ich war da noch sehr, sehr jung. Sehr, sehr jung. Hab sie mehr gesammelt als gespielt. Oder mehr die Anime geguckt und gespielt. Und fast nie gespielt, weil ich könnte mir die Karten nicht leisten. Aber ich hätte mir gewünscht, glaube ich, in der Zeit Competitive Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Muss ich sagen. Weil das, glaube ich, cool war. Es war relativ einfach noch. Einfach gehalten. Ich glaube, mir hat es gefallen. Denke euch auch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, wann Yu-Gi-Oh! Genau rauskam. Was? 94? Was? 97? Ich weiß gar nicht genau. Vielleicht wird noch in der Tiefe runter. Ach, ich kann gar nicht rausgehen. Ja, wir schlafen, wenn es zu spät ist. Vielleicht finden wir noch mal so eine Sache. Vielleicht können wir noch einmal reingucken. Ich meine, ich weiß nicht, was interessant ist für euch. Ich glaube, 2005, 2006 und so, 2007 war interessant. Aber wir haben das meiste gesehen. Vielleicht können wir noch 2003 gucken. Ich glaube, 2003 war auch nochmal ein geiles Jahr für Yu-Gi-Oh! Meines Wissens. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist 2003. Das war auf jeden Fall ein Jahr, was für Yu-Gi-Oh! Ganz nice war. So, können wir jetzt den Gegner? Ne, warte mal, hier runter. Rechts. Ne, hoch. Hier. Wer ist es? Keine Ter, kein Joey. Okay, niemand. Einfach niemand. Let's go. Warte mal. Hier, maybe. Nee. Hier. Ah, Mokuba. Perfekt. Ja, Leute. Also das haben wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. In die letzten drei Videos. Vier Videos, weiß gar nicht. Von Yu-Gi-Oh! Also krass, oder? Krass. Was da jetzt so früher Phase war, Stand heute. Also da sieht man auf jeden Fall, dass Yu-Gi-Oh! Sich nicht unbedingt ins Gute entwickelt hat, muss man sagen. Weil, ich glaube, über ein Jahrzehnt oder noch länger gab es halt kaum neue Karten, also neue Elemente. Ich weiß gar nicht, wenn Ritualmonster dazu kamen. Die haben wir jetzt auch nur selten gesehen. Ritualmonster waren lange nicht spielbar, denke ich. Also, bis auf diesen Chaosmagier und diesen glänzenden Soldaten hat man wenig von Ritualmonstern gesehen. Ansonsten war alles Fusion, ne, meiste Zeit eher. War man nicht gesehen. Übrigens, das habe ich so gar nicht richtig drüber geredet, dass ein Cannon Burn Deck gewonnen hat das Turnier 2000. Also krass. Vielleicht kann man das so ein bisschen kritisieren, ne? Dass solche Decks mega stark waren damals. Man muss ja nicht immer alles gut drehen. Beim alten Yu-Gi-Oh! Ne? Das will ich auch gar nicht. So auf Nostalgie-Basis alles gut drehen, was Nostalgie ist. Muss ich auch sagen, dass in so einem Deck gewinnt, ist natürlich auch nicht so geil, ne? Irgendwie. Oder bei 2005 oder was wir geguckt haben, war es ja Platz 3 sogar. Oder Platz 3 und 2000 sogar Platz 1. Also, in der Hinsicht muss man ja auch mal sagen, so, ja gut, vielleicht war das nicht so geil, dass wir die Decks gewinnen können. Heutzutage siehst du sowas eher weniger. Ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht so in den Turniermodus drin, ne? In den Turnieren heutzutage. Ja, wir können dann später mal gucken, auch mal ins heutige Turnier-Ding, was da für Decks gespielt werden. Da sind die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich nicht. Und da können wir auch mal sehen, wie viele selbe Decks wir sehen, ne? Weil, habt ihr auch gesehen, so, ich bin mir nicht sicher, korrigiert mich gerne, dass in früheren Yu-Gi-Oh! Einfach wilde Karten gespielt wurden, ne? Es gab so Archetypen wie Snake Eye oder Horus Engine oder hast du nicht gesehen. Da wurden einfach Summon Skull gespielt mit Kuribo, dann Sangan und so. Versteht ihr? Also das war jetzt nicht so, wie es heute ist, ne? Also, das ist auch mal so eine Sache. Deswegen werden wir vielleicht viele
viele ähnliche Decks, so Cash, Snake Eye, dies, das und so. Also, man könnte später mal gucken, nochmal, ins Jahre 2013 zum Beispiel, 2023 oder 24, was da denn so gewonnen hat. Ich könnte es mir denken, aber wir schauen mal. Ich habe eine kleine Ahnung natürlich, aber wir können mal genau schauen, was so die ersten Decks waren, die ersten drei Plätze. Ah, okay, shit, das ist nicht gut. Aber wir haben nur drei Karten dann, also chillig. Gar kein Problem. So, er ist dran, lass Mukumba mal wieder was machen, aber... Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Würfel brauchen wir jetzt mal nicht. Ich hab mir das Bedürfnis, ihn zu spielen. Machen wir das mal. Ich spiele den. So, stimmt da mit seinem Koala. Let's go. Ich würde auch gerne, wie gesagt, sage ich immer wieder, aber es ist Real Talk. Ich würde auch gerne den Summon School haben, weil der ist stark. Vielleicht heute oder in diesem Jahr nicht mal so stark wie der, in dem Jahr 2000, aber immer noch eine geile Karte, die uns helfen würde. Stand jetzt. Aber Summon School ist schon cool, weil... Ja, ein Opfer in 2005er KD, Junge, ATK. Schon nice. Schon cool irgendwie. So, haben wir gleich gewonnen. Ich glaube, wir haben ein bisschen länger gegen Okuba, leider, aber... Ja, durch den Koala hat er ein bisschen Zeit gewonnen, der Gute. Durch den Koala hat er ein bisschen Zeit gewonnen. Aber kriegen wir dann... Jawohl, nee, aktiviere ich mal nicht, weil... Wenn wir Zauberkarten wir spielen, so weniger Punkte bekommen wir. Deswegen machen wir es mal nicht, wir werden auch so gewinnen. Jetzt. Das würde keinen Sinn mehr geben. Boah, sorry. Let's go. GG. Bald schon wieder ein Pack-Opening, aber machen wir das definitiv ab Level 10. Dann hoffe ich auf neue Packs, wirklich. Also Level 10 erwarte ich neue Packs. Als andere würde mich enttäuschen. 1000 schwer. 1000 Punkte. Crazy. Ja, fleißig. Wir haben gute Duelle gemacht. Oft gewonnen. Fast nie verloren. Eigentlich nie. Oder? Bis zur letzte, was wir verloren haben, war, glaube ich. Oder? Haben wir vor zwei Folgen ein Duell verloren? Ja, doch, ne? Nee. Nicht dumm. Ich habe das Gefühl, dass wir verloren haben, aber... Ich bin nicht mal sicher. Ehrlich gesagt. Oder das letzte, was wir verloren haben, war gegen Marco Tsunami, oder nicht? Ich weiß nicht, jemand sagt mir, dass wir vor zwei Folgen irgendwie gegen Yami verloren haben, Yami Yugi. Ich bin nicht mal sicher. Bin ich ehrlich. Ich bin ein vergessiger Mensch, Leute, wisst Bescheid. Oh, da wird sie eine Feine im Zaubergarten fast. Natürlich nicht so nice. Das ist natürlich nicht so nice. Boah, okay. Dann wundert euch nicht. Ich greife jetzt mal so an, weil er hat immer diese Zauberkarte. Die nervt, also die Zauberkarte, dass wir ein Monster wieder auf die Hand zurücknehmen müssen. Deswegen warte ich mal, bis wir ein zweites Monster ziehen. Dann gehen wir rein. Die Karte, genau die meine ich, Junge. Shit. Genau die meine ich. Heilige Scheiße, Mann. So, Leute, ich muss mal kurz das abhören. Geben wir mal 2 Minuten. Obwohl, ich mache einen kurzen Cut, Leute, ja? Kurzen Cut. Ganz wichtig, sorry, Leute, in der Folge, aber es ist unnormal wichtig. Also, kurzen Cut, bis gleich. Okay, Leute, weiter geht's. Sorry. Ich muss aber unbedingt was abhören jetzt. War wichtig. Okay, wir haben... Nee, was haben wir gezogen jetzt? Egal, ist nicht so schlimm, wir spielen den jetzt auf jeden Fall.
und werden ihn verstärken mit dem Schwert, Deep-Seated Schwert. Let's go, man. Let's go. Ja, so ist das gewesen, Alter. So ist das gewesen, ne? Ich bin gechillt drauf. Merkt ihr das? Ich bin ein bisschen gechillt drauf. Auch nicht. Heute ist eine gechillte Folge. Ich hab den chilligen Vibe. Ich weiß auch nicht, man. Irgendwie, wirklich ehrlich, heute ist der chillige Vibe. Am Start, man. Spielt keine Karte. Okay, das ist interessant. BTF. Wieso ziehen wir keine Karten? Hä? Ist das ein Bug, Leute? Haben wir gerade eine Karte gezogen? Ich bin, glaube ich, komplett verloren, gerade, Leute. Irgendwie habe ich halt irgendwie einen Schlaganfall oder so. Ich weiß auch nicht, Mann. Junge. Egal. Nee, gegen ihn müssen wir gar nicht fein spielen, das Gefühl. Ist so schlecht. Oh, guck mal. Ist ja so schlecht, der Gute. Da müssen wir gar nicht spielen. Haben wir jetzt gewonnen? Nee, wir haben nicht gewonnen. Das reicht nicht. Ja, okay, dann greifen wir so an. Macht ja auch keinen Unterschied, ob wir sie spielen oder nicht. Die Magierin. Die dunkle Elfe. Ne, Dark Elf, ja. Können wir auch einfach so weitermachen wie eben. Okay, den Hai spielen wir. Das reicht. Passt sogar perfekt wieder. Das passt perfekt. Die wäre jetzt gescriptet gewesen. Die wäre jetzt gescriptet. Okay, jetzt passt es nicht. Shit. Oh Mann. Oh Mann. Okay, den Quarter. Einzige gute Karte mit diesem einen Koala, den er fusionieren kann. Obwohl, war es er? Ne, war er das mit dem Big, mit diesem fusionierten Koala, mit dem Känguru? Ich weiß nicht mehr. Oder war das Thea? Ne. Bin mir nicht sicher, wer das war. Ne, das war hier. War das nicht der Großvater von Yugi? Ne. Ich hab's jetzt vergessen. Ich hab's einfach weird vergessen, das gerade. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ah, bin ich dumm, Leute, bin ich dumm? Ich bin so, nee, ich bin doch nicht dumm, es reicht, genau. Okay, ich dachte gerade, wir haben wieder nicht reich, aber es reicht, 800 Punkte. Und 800 Lebenspunkte hat er nur, mit 800 ATK. Von daher, easy, GG. So lobe ich mir das, Leute, so lobe ich mir das. Ist gut, dass wir jetzt alle registriert haben, die schlecht sind. Thea, Mokuba, das heißt, wir können immer GD spielen. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber wir haben so mit maximal Progress. Und müssen nicht immer gegen Joey spielen, mit der so nervig ist. Also nicht unbedingt. So, wo ist der nächste Kollege oder Kollegin? Hier vielleicht? Nee. Kommt schon. Zeig dich. Boah, hä? Manchmal check ich es auch nicht wirklich, muss ich sagen. Achso, hier, okay. Esper Roba, okay, ja, okay. Okay, ist cool. Können wir machen. Roba ist auch nicht so gut. Du bist immer noch nicht einmal Jinzu gespielt, der Gute. Auch crazy, Mann. Immer Jinzu gespielt. Das ist auch crazy. Also Jinzo würde ich auch führen. Also Summon School und Jinzo wären die nächsten Upgrades, was zumindest mal Tributbeschwörung angeht. Dann könnten wir ja den raus tun, zum Beispiel. Und nicht unbedingt, aber könnten wir. Und natürlich diesen Pegasus, ne? Dieses Feuerpferd. Also, das ist natürlich optimal. So, wir stecken ihn direkt. Mit dem Schwert. Let's go. Das war's. Ich spiele nichts verdeckt. Wir werden nichts verdeckt spielen.
Top the Gear, Mann, will ich auch. Ich werde es immer wieder sagen, Leute, wenn er wieder Top the Gear spielt, werde ich immer wieder sagen, dass ich auch Top the Gear will. Safe. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich würde auch gerne Top the Gear haben. Und das bitte sofort. Ja, vielleicht mit Level 10, ne, bekommen wir dann ein geiles Booster-Pack. Mal was richtig reinschallert. Die anderen sind so ein bisschen cool, aber nicht ganz so geil, wie ich mir es wünsche. Und richtig geil ist, was man richtig reinschallert. Das war dumm. Nee. Oder wohl? Das war schon. Nicht so schlimm. Jo, okay. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, glaube ich. Sag ich ehrlich. Gar nicht mal so schlecht. Dafür wird. Okay. Ah ja, aber egal, wir haben jetzt perfekt die Karte gespielt. Lustigerweise. Dafür. Denn wir haben einen guten Flip-Effekt. Der seine Karte auf jeden Fall zurück in die Hand befördert. Easy. Easy, Leute. Easy Duell. Wir sind einfach zu gut. Unser Deck ist zu gut, auf jeden Fall. Ob wir persönlich zu gut sind, eher nicht. Aber unser Deck schallert rein. Das kann man sagen, ne? Unser Deck, das hat richtig Bock. Duell. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel ändern müssen. Wieder bis auf Jinzo und so. Aber ansonsten. Ja, vielleicht kommen noch, ich sag ehrlich, vielleicht kommen noch die krassen Duelle, ne? Logisch. Da kommt noch vielleicht. Sagt Marek und so, ne? Also. Die ganzen Kollegen. Kaiba. Hoffe ich, ja, komm, also da werden wahrscheinlich Duelle kommen, unser Deck gar keine Chance mehr hat, unser Deck. So, wo wir wirklich im Struggle sind. Ich muss was sagen, ich hoffe es ein bisschen noch, ne, ich hoffe es auch ein bisschen, weil, boah, das ist natürlich geil, ne. Also wenn wir Top 4 haben, dann würde ich wahrscheinlich die auch reintun. Weil ich glaube wirklich, dass, ist vergessen, glaube ich, Also ich will es auch, meine ich. Ich will auch, dass noch stärkere Gegner kommen. Weil die ganzen Gegner, die wir jetzt haben, wie ja schon ein paar Mal erzählt, sind jetzt relativ, ja, wie kann man sagen, gebrochen. Wir haben sie gebrochen. Wir sind besser einfach. Unser Deck ist ihm besser. Die Königsjäger machen. So richtig. Ich habe das Gefühl. Natürlich mal so Yami Yugi, ne, mit der man gut zieht. Wir nicht, dann ist immer kritisch, aber so 90% der Fälle ist es halt so, dass wir schon. Ja, schon mühelos die Gewinn, ne? Ich bin gespannt, wie es endet. Ist das ja nicht die Battle City Story? Ich bin gespannt, wer der finale Duellant wird, was das Finale sein wird. Ich hab's, wie gesagt, früher mal gespielt, aber nie so richtig und ganz glücklich. Immer nur so Duelle gemacht. Ich hab's gar nicht damit gecheckt, so richtig. Ich hab's schon gecheckt, kann man sagen, aber. Ich hab's immer nur ein paar Duelle gemacht, dann habe ich aufgehört. Ich hab's nie durchgespielt halt. So richtig. Das heißt, ich bin gespannt, was hier Phase ist. Wie sich das dann jetzt entwickeln wird. Im Finale oder im Endgame. So, der ist stark genug. Das heißt, wir würden jetzt gewinnen, hoffentlich. Wenn er jetzt nichts Heftiges hat. Let's go, GG. GG, wieder kein Jinzo. Wenn er Jinzo überhaupt hat, Jinzo 100%, aber hat ihn wieder nicht gespielt. Leider Gottes. Kommt 70 Erfahrungspunkte dadurch. Ja, okay, jetzt sind wir vielleicht 4 Duelle oder so, die wir machen müssen für Level 10. Ist um den Dreh. Gut, danke für dieses Duell, Esper Robert. Danke, das war sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir machen noch ein weiteres Duell, Leute. Safe. Ich bin gerade im Modus, wie ich gerade im Flow. Joey, nein. Joey nicht. Kein Joey. Hier, was ist denn hier? Mokuba. Leute, Mokuba ist doch gut. Mokuba ist doch gut. Lustig wäre Mokuba jetzt aber richtig krass, wie einfach ein heftiges Deck spielen, Meta-Deck.
von 2005 war. Würde ich auch fühlen. Einfach eskaliert komplett. Das ist ja auch heftig. So, was haben wir? Wir haben sie gezogen, das heißt, wir sind Spinnen. Das ist wirklich klar, was wir haben auf der Hand. Was ein bisschen blöd ist, ich hätte mir mal merken sollen, wo wir die Mini-Elfe gezogen haben. Welchen Pack? Ah, wir sind gleich stark. Stimmt, durch den Feldpower-Bonus. Das ist natürlich jetzt, er ist natürlich gleich stark mit den Hasen. Ah, okay. Mhm. Ich verstehe. So läuft es hier also. Ja gut, dann würde ich jetzt opfern. Wir spielen unseren schönen, wunderschönen Fire Ring Pegasus. Der rasiert seinen Hasen. Dark Rabbit. Das ist auch so ein Ding, ich hätte auch gedacht, dass so... So in der Zeit 2000 oder 2005? Ja, 2005 vielleicht nicht. Vielleicht sehen wir es bis 2003. Schauen wir später mal. So, auf jeden Fall so Toon Monster ein bisschen mehr vertreten sind. Weil Toon Monster müssen auch heftig gewesen sein. Oder? Das dachte ich das immer. Dass Toon Monster auf jeden Fall mal big sind. Zu der Zeit. Aber vielleicht 2003 wäre es dann so. Das schauen wir nochmal rein. Also in den nächsten zwei Videos werden wir noch zweimal gucken. Also einmal noch 2003, würde ich sagen. Und dann noch einmal das neueste Duell. Oder das neueste Turnier, das neueste Championship. Dann sind wir durch. Mit diesem kleinen Kurs durch der Vergangenheit von Yu-Gi-Oh! Und der Gegenwart von Yu-Gi-Oh! Würde ich sagen. Ich glaube, die restlichen sind nicht mehr so spannend. 2000, 2002, 2003 und so. Ich glaube, das ist nicht mehr so spannend, da werden wir die üblichen XY und Synchromonster sehen, die wir, also die kennen wir alle, das sind schon neue Karten. Das ist nicht mehr so spannend, denke ich. Das schaut jetzt richtig rein. Junge, 2000 Lebenspunkte verloren. Crazy. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Sag ich ehrlich. Das ist crazy. Halb so wild, wir haben den Pegasus. Halb so wild, wir haben den Pegasus. Kommt sogar auch ein Bonus, der Pegasus, okay. okay, verdeckt spielen wir nichts. Passt schon so, denke ich. Dann spielen wir unseren wunderschönen Shark. Duellige Mokeball dauert immer ein bisschen länger, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich weil er diesen Koala hat. Ja, eine gute Verteidigung ist. Wahrscheinlich ist das das Problem. Nein, Kuribus. Gott, aber es hilft ihm nicht. Nee, es hilft ihm nicht. Nee.
So, ja, ist eigentlich egal, wenn wir angreifen. Wir haben sowieso gewonnen. Von daher würde ich sagen, GG. GG. Hat nur 14 Runden gedauert. Chillig. Oh Mann. Oh Mann. Ja, kommt so gut aus. 150 XP bis Level 10. Ich bin happy darüber. Nochmal 100 Tage gekriegt. 100 Punkte insgesamt. Nur aufgerundet gesagt. So, wir speichern jetzt mal hier eine Runde. Wichtig, weil der bricht die Nacht wieder an und dann gleich wieder gegen Docs spielen. Kennt ihn mittlerweile. Gibt er nicht auf. Er gibt ja nicht auf. So Leute, ich wünsche euch was auf jeden Fall. Danke wieder fürs dabei sein. Für diese Yu-Gi-Oh! Session wieder, für diese Folge. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn ihr das guckt. Wir werden uns wieder hören, hoffentlich in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da. Ach, sorry. Abonniert gerne den Channel für weitere Videos. Würde mich über mich freuen. Danke an jeden, der es gemacht hat. Bisher sehr, sehr lieb und sehr, sehr nett, Leute. Also vielen, vielen Dank dafür. An der Stelle gesagt schon mal, dann wünsche ich, ja, habe ich schon gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Macht's gut und bye bye.